Lol, der hat einfach Display als Rückspiegel. Alter, wie geil ist das denn? Das ist ja krass. Den bin ich noch nie gefahren. Ist der neu? Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Euro Truck Simulator 2. Wir machen heute einen neuen Auftrag. Aber Freunde, heute haben wir was ganz Exklusives, denn wir haben einen Beifahrer. Und zwar der liebe Dennis. Guten Tag. Hallo. Ja, naja. Wir haben uns heute ein bisschen zum GTA-Zocken verabredet, aber ich brauche noch die Aufnahme für genau heute. Und dementsprechend muss ich die jetzt noch eben schnell aufnehmen. Und da dachte ich, ach komm, setz mal doch den Dennis mal auf den Beifahrersitz und fahren einfach mal los. Ja, und können ein bisschen nebenbei schon quatschen und so weiter. Ja, so eigentlich ganz schön. Ja, ich freue mich natürlich auch, dein Beifahrer zu sein. Ich hoffe, dass du nicht allzu wild fährst. Ja, so, wir brauchen erstmal einen neuen Auftrag. Schauen wir nochmal an. Die Route kennen wir theoretisch noch nicht. Also diesen Teil kennen wir. Den aber theoretisch nicht. Ansonsten, den kennen wir leider schon. Man, es sind immer die gleichen Routen. Der hier wäre neu. Wird einigermaßen gut bezahlt. Medizinische Ausrüstung von Amsterdam nach Kassel mit einem DAF mit 530 PS. Ich würde sagen, den nehmen wir doch. Ist aber wieder ein XL-Anhänger, egal. Sei es gemacht von Niederlande nach Deutschland. Bei Regen auch noch, na wunderbar. Okay, erstmal Sitz einstellen, das ist ganz klar. Ich brauche mehr Sicht nach hinten. Digga, wo ist denn hier der linke Rückspiegel? Hä? Nee, Moment, jetzt habe ich hier irgendeinen anderen Truck bekommen. Ich glaube, der hat keinen Rückspiegel, der hat... Lol, ich habe irgend so einen modernen Truck. Ich kenne den noch gar nicht. Bin ich noch nie gefahren. Der hat nur Displays. Lol, der hat einfach Display als Rückspiegel. Alter, wie geil ist das denn? Das ist ja krass. Den bin ich noch nie gefahren. Ist der neu? Jo, dieses Digital-Display. Erstmal Licht anmachen, es ist 21 Uhr, das heißt, wir fahren durch die Nacht. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Wobei, wir brauchen 6 Stunden für die Fahrt. Ich habe 20 Stunden Zeit. Ich könnte theoretisch sogar hier mal in ein Hotel fahren. Ja, mal den Doppelanhänger hier. Wo war nochmal mein Scheibenwischer? Ah, da ist mein Scheibenwischer. Und dann geht's los. Auf Achse. So, kommt hier jemand? Kommt keiner. Oh Gott, die Bremsen sind ein bisschen stark eingestellt. Ja, und wie ist es so als Beifahrer? Ja, gut. Ich bin ja nebenbei noch am Zocken. Ja. Merke ich es jetzt nicht so wirklich. Ja. Weil du ja sogar ab und zu rüber gucken kannst und dann siehst du ja sogar mein Game. Okay. Ah, ne, Quatsch. Ja, heute ist es auch irgendwie so ein bisschen instabiler mit dem Internet hier beim lieben Dennis. Der stockt ab und zu heute. Ja, du bei mir auch tatsächlich. Ich habe auch ein paar Mal schon Standbild gehabt. Ja, ja. Wahrscheinlich sind jetzt, ist ja jetzt Samstag und da hängen halt natürlich alle im Internet, ne? Ja, alle, die nicht trotzdem arbeiten müssen. So, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch schlafen soll oder ob ich es lassen soll. Okay, wer sieht mich jetzt hier? Ist da was vorhin, lassen wir. Fahren wir durch die Nacht. Hast du Bock?
jede Ampel rot. Okay, was hat er für überpowerte Bremse? Schon. So, hier ist ein Stoppzeichen. Muss man natürlich anhalten. Kommt keiner, dann ab geht's. Wieso bin ich jetzt schon wieder offen? Ich raff es nicht. Ich raff es nicht. Ich verstehe nicht. Ja, warum? Hallo. Danke. Mann, dieser Archie. Sorry. Alles gut. Machen wir mal ein bisschen Unterhaltung hier in den Eurotruck folgen. Ist ja auch mal was. Oh, ne. Schöner Fabi. Alter. Ich hab's gesehen im Augenwinkel. Oh, oh, kein no. Schaden. Ganz ehrlich, ich bin noch ein Profi. Kein Schaden. Ah, oh, guck mal einmal mal woanders hin. Ey, oh! Ist hier weg. Ist hier weg. Aber mit diesem Display ist es ja voll geil. Diese modernen Trucks finde ich grundsätzlich. Aber ich weiß nicht mal, seit wann es den im Spiel gibt. Ich hatte letztens im American Truck auch so einen mit Digital-Displays und so. Und dachte mir auch so, Junge, seit wann gibt's den denn? Ich meine, wie geil ist denn das? Gott, ja klar, guck mal einer. Gucken wir mal, was die Kiste drauf hat hier. Top Speed. Wie schnell fährst du? 110. Ja, aber er leckt ja gar nicht. Junge, ich leck ja voll. Alter, was hat der für eine schwammige Lenkung? Der leckt hier überhaupt nicht. Musst du gerade fast voll einschlagen und der kommt nicht rum. Alter, guck dir das her, aber er kippt auch nicht. Aber irgendwie ist die Lenkung richtig komisch. Hm, okay, da muss ich mich noch dran gewöhnen, irgendwie. Okay, das brauche ich gar nicht versuchen. Den werde ich nicht sehen. Ich bleibe jetzt mal bei 110 oder so. Ich will jetzt nicht schneller fahren. Wenn er da nicht lenkt. So, 340 Kilometer, das gucken wir mal, ob wir das heute schaffen. Hat er auch wieder diese drei Scheibenwischer? Nee, der darf tatsächlich nur zwei. Er ist einfach hinter mir. Bei der Ausstattung, also ich muss schon sagen. Wieso hatte ich HE drin? Weil du ein richtiger Profi bist. Gar nichts bei dem. Das ist ein schönes Gedanke. Internet läuft. Aber wir haben sogar so gewonnen. Ja, das war doch schon ein bisschen schöner. 2K Damage gemacht, 2K abgewehrt. Oh, jetzt sind wir bei 130 mittlerweile. Alter, er schießt halt blind dahin, Junge. Aufhört zu regnen, immerhin. Schön auf der Schnellspur, lang trocken. Lächerlich, das ist so lächerlich. Weißt du, ich brauche für die Aufgabe, muss ich
in einem Gefecht 800 Erfahrung kriegen. Okay. Ich habe 796. Ei, das ist ja belastend. Wie sie einfach nicht gönnen, ne? Ja. Das ist so schlecht, Digga. Wow. Das ist schon hart belastend, ja. So, bitte blockiert nicht meine Spur. Warum steht da jemand? Ey, mir fehlen nur noch 40.000 für den 10er, ne? Mal dann Abfahrt weiter wächst. Und ich spiele ohne Booster, ne? Ich krieg nicht mal Booster hier. Für die paar Gefechte ist es ja. Der Tier 10. Oh. Scheiße. Rex Matchmaking. Na ah, super. Ich wie man es von dem Spiel kennt. Ist toll. Wie schnell ist das Ding? Ja. Digga, ich zieh dich ab, Alter. Der ist voll rüber. Heck weg, tun, umdrehen. Den GTA-Style, ne? Immer schön reinbrettern. Ja. Ja. Dieser Truck ist ja voll geil. Den will ich haben, Alter. Der sieht richtig gut aus. Der hört sich auch recht angenehm an. Mann, ich weiß immer nicht, wo ich auf der Map hinfahren soll. Das ist so schlimm. So, jetzt sind wir fast vor 0 Uhr. Ich fahre hier wunderschön erlaubt mit Fernlicht über die Autobahn. Weil es ohne Fernlicht einfach so dunkel wäre. Speed Race gegen eine Tortoise, das schaffst du! Alter, er ist nur minimal schneller, ne? Nur 5 km schneller als eine Tortoise. Das ist schon eher schlecht. Ich muss hier abfahren. Oh, kein Schar, bitte, kein Schar. Oh, ich glaube, ich muss auf L fahren. Unser Team ist ein bisschen inkompetent. Richtung Dortmund. Fährst jetzt, bis du das Ziel erreicht hast, ja, ne? Ja, wenn ich nach 22, 23 Minuten da bin, dann mache ich das meistens, ja. Aber die Route war halt nicht so lange jetzt, nur 360 Kilometer, genau der Auftrag. Ich muss jetzt noch 200 fahren. Bruder, dann lass mich doch vor, bessere Armor. Fettsack, Alter. Soll ich mal hinkriegen. Danke. Ich mag die Map echt nicht. Du wirst von allen Ecken geschossen, du bist lost. Ich weiß auch nicht gerade den besten Tank dafür, die Map zu sein. Alter, jetzt sind nicht mal mehr Laternen hier, Alter. Jetzt ist es stockdunkel, wenn ich jetzt noch Fernlicht ausmache, Alter. Man sieht ja gar nichts. Mach mal. Das ist jetzt ohne Fernlicht. Was ist mit Fernlicht? Immerhin ist das hier mit Fernlicht dann besser. Wenn man dann seine eigenen Trucks hat, kann man dann noch zusätzliche Scheinwerfer einbauen, dann siehst du, es sieht aus wie Tag dann. So, 130, da mache ich den Tempomat rein und jetzt runter vom Gas. Und ganz entspannt noch die letzten Kilometer schon hier runterbrettern. Go. Oh, Alter. Okay, ja. Gesau, Junge. Mit der Außenkamera im Dunkeln, nicht geil. Absolut nicht geil. Aber der Truck, Junge. Da ist eine Abfahrt, glaube ich, gleich. Jo, schaffe ich es noch an dem vorbei? Nee, mach ich nicht. Mann, ey. Der Tank macht keinen Spaß, muss ich sagen. Gandhi trifft ja nichts, Junge. Ja, der 113 begnügt sich hier an uns, ey. Kann man so ein schlechtes Matchmaking machen? Schön, Otto, du machst einen guten Job da vorne. Ich kann dir leider nicht wirklich helfen hier, weil ich bin immer sofort Opfer. Yes! Er ist gebounced mit Gold. Und ich komm durch. Ich bin sarkastisch. Der 13 auch gebounced. Danke dafür. Ich schaffe es jetzt hier nicht.
Stein zu fahren. Ey, wo schießt du? Ich raste aus. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen Überlandstrecke fahren. Wieder eine Ampel nach der anderen, Mann. Okay, Brille, was haben wir hier gebaut? Ist der Moin? Hat AP geschossen, oder was? Nee, sogar mit Gold. Ja gut, da bist du. Weiß ich gar nicht. Der zieht aber auch so krass. Digga, der 113 ist so eine Post, die wartet immer, bis ich weggucke und kommt dann vorgeschoben fahren. Ja. Schwanzflug, ey. Schlauer Dude. Nicht wirklich. Toll, wir haben gewonnen. Unsere Meisters haben durchgekappt. Und die Grille ist nochmal gebounced mit Gold. Zweimal mit Gold gebounced. Egal, die KI ist ja so strohdämlich, Alter. Hier ist eine Kurve nach rechts und er überholt einfach in der Kurve nach rechts. Arme Sau, Alter. Und ich hänge jetzt hier hinter diesem scheiß Laster fest. Überhole ich auch, komm. 410 Erfahrung, Leute, unser Bester hat 518 Erfahrungen nur bekommen, das ist ja schlecht. 13.000, ey, das geht so schnell gerade mit dem Level. So, ja, noch 90 Kilometer, das sollten wir heute auf jeden Fall noch schaffen. Wir geben irgendwie alle Lichthupe, ich weiß nicht wieso. Nicht, weil ich sie mit Fernlicht anblende, aber ja. Man muss ja was sehen, Freunde. Man muss ein bisschen was sehen. Ist ja wichtig und richtig und gerichtlich und was? Ich bin ein bisschen blöd. Leute, ihr seid doch alle begeistert. Das wird die Folge mit den meisten aufrufen, weil ich einfach mit dabei bin. Das ist einfach viel mehr Witz in der Folge, ne? Barbecue-Soße. Ja, den Wagen wollte ich auch noch, komm. Dir ist schon aufgefallen, heute ist bestimmt besser, ne? Mein Rülpsung und Pupsung. Digga, ich hab ja danach, nach gestern GTA, habe ich ja noch zwei Singleplayer-Sachen aufgenommen. Und ich hatte so ein Lachflash die ganze Zeit, weil du mir noch auf WhatsApp geschrieben hattest. Ach so, ja, das war geil. Okay, das war aber wirklich, ich bin aufgestanden, denk so, ich hier so kurz am Sprüh geschnuppert, denk so, oh, ah, geil, Alter. Den Stuhl voll geschissen. Ne? Nee. Oh. Alle die Luft drin, hier donnert was hin. Ja, geil, Alter. Ja, die Euro-Truck-Folgen, die schneide ich nicht, ne? Kannst ja Pieper drauflegen. Ja, ich weiß ja nicht wo. Ich guck die Folge gar nicht durch. Also, ein großer Schulz in die Kamera und fertig. Okay, Schulz. Hab ich bei der Textur ja auch nicht gemacht. Aber, das macht die Kuh ja auch immer. Ja. Hast du das gemerkt? Ja, das ist ja schon eine ganze Weile. Der irgendwie fünf Mario Röps oder so. Ja. Freunde, was raus muss, muss halt einfach raus. So ist das halt. Bei GTA ist es so gesehen zu einem Gimmick geworden, dass ich das immer rauspiepe, aber eigentlich. Ja. Tut mir leid, das war dieses Mal wirklich nicht beabsichtigt. Bei GTA ist es manchmal schon stellenweise Absicht, einfach weil ich nicht mobben will, aber. Ja. Eben, der war nicht geplant, der Kampf. Mann, Bus! Ich bin schon ein bisschen leid, muss ich sagen. Alter, die Hupe ist ja voll geil. Ich bin ein bisschen nah aufgefahren gerade. Nicht ein bisschen nah gerade, aber nee, oh Gott, der bremst. Ah, da ist ja schon Kassel. Da ist ja schon unsere Zielstadt. Dann sind wir sogar gleich da. Ja, dann machen wir das noch in dieser Folge, Freunde. Da ist noch ein LKW-Händler? Nee.
Aber das ist ein Fragezeichen, das ich auch noch aufsammeln möchte. Ja, der Bus überholt den Truck, klar. Dann überhole ich doch gleich mit. Junge, was sind die Gegner für Kerker, Alter? Die ganzen Heavys stehen einfach halt in der Base bei den Gegnern. Nein, ich bin offen. Okay, Ortsschild 50. Ich dachte, Diablo ist orange, aber die ist aus. Ich fahre da mal eben kurz hier den Umweg, um das Fragezeichen noch einzusammeln. Und dann fahren wir andersrum. Ja, voll, Brudi! Entspannt. Oh, hier nochmal die rechte Flanke. Das ist jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Die wird komplett von den Gegnern. Ist jetzt hier ein Händler? Ne, ist eine Arbeitsagentur, ja. Ja, aber noch eine Arbeitsagentur, aber noch mehr Möglichkeiten, Fahrer dann mal einzustellen. Ist jetzt halt die Frage, ob wir zurückfahren oder ob wir versuchen, jetzt zu dritt das Ding durchzukappen. Eigentlich haben wir aber ein paar Dudes noch in einer Base, die es durchaus schaffen können. Hallo T10. Ich track ihn! Ich hasse diese Kanne, ich bin so froh, wenn ich diesen scheiß Panzer verkaufen kann, Alter. Ich will ihn nicht mehr spielen, er ist so scheiße. Mann, der trifft nichts einfach. Was ist das für eine Kanone? Komm, mit grüner Ampel. Okay. Jetzt muss ich aber dann doch mal zurückfahren. Oder ich bleib hier so ein bisschen mittig, dann habe ich die Möglichkeit auf beides. Dann kann ich zurückfahren. Minus 5000 Lebenspunkte, Alter. Also muss ich hier ein bisschen ausholen, sonst komme ich da gar nicht rein. Ja. Reicht mal ganz frech auf die Gegenfahrbahn. Sonst komme ich hier gar nicht rein. Ist unser Objekt da hinten jetzt alleine? Oh, das ist ein schicker Udes. Hallo Udes. So, da sind wir auch angekommen. Jetzt muss ich noch parken. Habe ich das hier irgendwie? Ja, wie soll das gehen? Wir können ja mal probieren. Theoretisch ist der ja hier nur. Okay, doch, das sollte passen. Ich denke, eigentlich haben unsere Jagdpanzer das Ding hier im Griff. Ich gehe mal dem. Dem Dude da hinten helfen. Wo das ein Tier 10 ist. Eigentlich dürfte der nicht so die Probleme kriegen mit dem. Die falsche Ansicht. So, jetzt noch ein bisschen einparken. Sieht doch wieder super gerade aus hier. Da hat er doch. Perfekt. Zack, zack. Handbremse. Motor aus. Und da sind wir da. 0% Schaden. Hat doch alles gut geklappt. Ausgezeichneter Auftrag. Das gibt 14.727 Euro und leider kein Level up. Dann speichern wir die ganze Sache, Freunde. Und dann war es das für die Folge. Nächste Folge dann der nächste Auftrag. Beziehungsweise ich will mir mal diesen Truck angucken. Egal. Ja, werde ich wahrscheinlich bis dahin dann nicht mehr wissen. Egal. War cool, dass der Sommer mit dabei war, Freunde. Zeig's mir doch gerne mit einer positiven Bewertung, wenn er das feiert. Und würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss auch von meiner Seite.